Liebe Kunstfreunde, liebe Freunde, mit einer guten akademischen einer Viertelstunde Verspätung heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur ersten Finissage in der Augustiner zum Alten Esel. Es hat sich ein Kreis gezogen zwischen Anfang und Ende. Ein Kreis, den ich in Form der Gulaschsuppe recht herzlich erklären möchte. Bei der Vernissage haben wir eine Gulaschsuppe gehabt, die aus einem alten Pecha-Rezept bestanden ist. Wir haben uns in der Mitte der Veranstaltung einmal zusammengesetzt, haben eine Gulaschsuppe Balaton kennengelernt und heute zum Ende habe ich eine südungarische Gulaschsuppe, deren Wurzeln aus der Region Szeged-Mohács liegen. Träume nur, du holder Träumer, träume von der Liebesfreud. Träume nur und genieß die Stunden, denn bald um ist deine Zeit. Meine lieben Damen und Herren, Küche ist wertfrei. Kunst ist wertfrei und ich hoffe, lieber Horst, das kommt von mir. Ja, das ist mein. Dass ich einmal wertfrei live hier beim Alten Esel hören darf. Meine lieben Damen und Herren, lasst es euch schmecken, lasst euch bezaubern von Kunst und Kulinarik. Es ist wie eröffnet. So we have to go. We found the music and enjoyed the show. The stage is silent, like an island in sea oceans grow. In sea oceans grow. Enjoy your nightlife with your sweet wife. Make your perfect show. Make your perfect show. The jazz night is over. Now we have to go. Sing back the music. If you are going slow. The streets are silent. Your heart beats violent. We will be so sure. We will be so sure. The jazz night is over. We enjoyed the show. We enjoyed the show. The show. The show, the show. The jazz night is over. We enjoyed. We enjoyed. We enjoyed the show. Zu trinken, du gibst mir viel zu essen, du gabst mir mein Verstehen auf der Erde, du gabst mir Kraft, du gabst mir viel Arbeit, du gabst mir wenig Lohn, du gabst mir Angst, du gabst mir Hoffnung, und Gott, du gabst mir den ewigen Durchblick, und Gott, etwas hast du vergessen, du gabst mir keine Liebe,
Oh Gott, ich spüre dein Verständnis. Oh Gott, ich danke dir dafür. Mein Verstehen, meine geistige Arbeit damals wie heute war notwendig. Hört alles sich ich. Politisch bin ich mit meiner Kraft alles vorgesprungen. Warum? Weil ich ein höchstes Problem hatte. Mein Leben war von meiner Kindheit ganz nach vorne gerichtet. Und dadurch mein Leben dramatisch und auf lange Dauer nur mit dem Tod geistig zu kämpfen hatte. Und damit der Durchbruch für Selbstsein erkämpfte. Der Mensch kennt das Ungewisse. Er dekretiert sich schon für sein nächstes Sein. Mit meiner Kraft habe ich eine Welt durch sie gewonnen. Für mich existiert das ewige Sein. Ich verstehe sehr wohl, was sie bedeute. Mein Verstehen ist der ewige Sinn. Was man mit in Kauf nehmen muss, ist der Mitmensch ohne Verstand. Geboren bin ich in St. Veit an der Glan. Als Kind tat sich beim Sport nicht schwer. Spielte Fußball, Tennis und das vieles mehr, immer mehr. Ich kam zum Bundesheer-Gardist, wurde nie ein Artist. Als Bodybuilder steigt die Muskeln in Schwarzenegger. Es wurde mehr, immer mehr. Schulziger Bachler brachte mir das Boxen bei. Ich boxte gut. Als Belohnung gab's Frankfurter Würste. Gegessen hatte ich wie ein Hund. Das ist so, das ist so. Beim Wintersport wurde ich aufgenommen, wie ist das möglich? Dort wurde ich in die Vielseitigkeit gehetzt. Es wurde mehr, immer mehr. Centauri ist ein Künstler als Maler. Centauri meint das Verstehen für die Ewigkeit. Das ist so, das ist so. Ich wurde Christ, als Christ ging ich ja wo. Warum, warum, wusste nur ich und rettete den Geist alles. Das musste sein, musste sein. Vor Millionen Jahren war ich King Kong. Ich kenne vegetarisch. Damaliger Zeit hatte ich Jungfrauen Delikatesse auf ein Butterbrot gebunden. So hatte ich dieses Land so verzehrt. Heute fühle ich mich wie ein Gott. Das freut mich sehr, freut mich sehr. Alles verändert, einer für alles. Das ewige Sein existiert. Mein Buch heißt Der ewige Sinn, mein Sieg für das Sein. Bitte kaufe lesen, bitte kaufe lesen. Gott existiert, Gott bist du, Gott bist du. Ich liebe den allmächtigen Gott. Ich liebe Jesus, ich liebe mich. Ich liebe Menschheit, ich liebe Tiere, ich liebe Blumen, ich liebe das Universum. In meiner Verständlichkeit, es existiert kein Teufel. Warum? Wieso? Weshalb? Deswegen? Das weiß ich mehr, Franz. Gott kann mir Kraft des Ewigen erkennen und das verstehen. Einer sieht die Ewigkeit und sie hört geistig die Ewigkeit. Danke. Rot am Himmel steht.
seine Kreise zieht. Bedenke Mensch, bedenke Mensch, ist geboren für den Tod. Zarter, edler Abendstern, dein Schimmer mich verzaubert, so da er mich an Erlösung denken lässt. Er ist ein Wegweiser in dieser schweren Zeit, denn er zeigt mir nach oben hin den Weg.
Du zarter, edler Abendstern, dein Leuchten mich erwärmt in den kalten Nächten der Einsamkeit. Er ist wie eine Lampe und das flackernde Licht gibt ein wenig Beständigkeit. Bleibe mir Wegweiser, Abendstern. Bleibe meine Wärmequelle. Hol mich zu dir. Stille. Sag mir, warum kennst du die Dunkelheit nicht, obwohl es kein Licht mehr gibt? Sag mir, warum kennst du das Schweigen nicht, obwohl niemand spricht? Sag mir, warum glaubst du an die Liebe, obwohl alle sich ringsum hassen? Ich sage dir, nein, ich frage dich, warum schweigst du nun?